So, damit willkommen zum Spiel. Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Also sprich das Champions League Halbfinalspiel, Rückspiel. Ich habe probiert, die Aufstellung von Dortmund so realistisch wie möglich zu halten. Nicht wundern, da habe ich übersprungen. Das ist schon klar, dass ich da endlich. Wir wollten ja keinen Vorgeplänkel, wir wollen ja das Spiel haben. Ja? So, hier ist erstmal Bender. Bender sieht, Blaschikowski wird aber gehindert zu spielen. Doch jetzt kommt. Auf Gündogan. Doch, der Ball geht nicht. Ja, was soll ich denn so erzählen? Ich fand es ja schon mal geil, dass Dortmund trotz einer Niederlage weitergekommen ist, weil super, der Ton vom Spiel ist aus dem Grund. Mag ich eh nicht. Ich weiß mal. Egal. Also das mit dem Rumgesprungen finde ich auch geil. Götze holten sich gegen Özil und Götze spielt zurück auf Fallenfälle. Ja, was soll ich zum Spiel gestern sagen? Götze wurde nach 14 Minuten ausgewechselt. Weidenfeller hat gestern ein Top-Spiel gemacht. Und was gibt's noch zu sagen? Keine Ahnung. Wie wär's mit, dass Dortmund im Finale ist? Mehr muss man, glaube ich, gar nicht sagen. Oder? Weil ich meine, so ein Champions League Finale ist nicht selbstverständlich. So, jetzt muss ich mir erstmal nebenbei noch Sky einstellen, dass ich für heute Abend das Spiel heute Abend auch noch gucken kann. Also für meinen Opa muss ich gucken. Ja. Ich hatte gerade auch ein Standbild, also nicht nur ihr. Wenn ihr eins hattet, wenn nicht, dann ja. Alter, was machen wir Katz? Ey! So, tut mir leid. So, ja, was soll ich denn großartig sagen zum Spiel gestern? Außer, dass Dortmund wirklich, ja, jetzt nicht so klasse gespielt hat wie im Hinspiel, aber auch wieder klasse gespielt hat, aber halt, es hat das Tor gefehlt. Es hat wirklich das Tor gefehlt. Ja. Naja. Das soll ja auch, beziehungsweise jetzt kommt dann erstmal noch heute Abend die Bayern. Die müssen ja es nur halten, also denen reicht auch eine 2-0-Niederlage, dann sind sie auch durch. Aber das wären, das ist nicht Bayern, wenn die 2-0 verlieren würden, wenn ich ehrlich sein darf. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich find's geil. Aber es gibt's nicht. Ich habe hier gerade ein Standbild in der Vorschau. Weil ihr müsst wissen, ich nehme das Netz, also meine Stimme mit Order City auf, ich nehme es mit Camtasia auf. Ich glaube, ich muss mir mal ein neues Render-Programm aufnehmen, wo ich auch gleichzeitig aufnehmen kann, Stimme aufnehmen kann. Weil das ist schon ein bisschen doof, wenn man da andauernd in der Vorschau hat, dass es nur rumruckelt. Also das ist doof. Ich weiß nicht, ob es im Video dann auch so ist oder nicht. Naja. Muss ich mir dann mal angucken, ob das auch so ist. Aber ja. Wenn nicht, ich bin eh noch am Optimieren von den Einstellungen der Elgato. Ja, aber der Ball war jetzt gerade zu lang. Kuba, auf den Mugang. Gündogan, komm.
Denken, ich habe die Szene verpasst? Ja. Ich kann gar nicht richtig kommentieren, weil das einfach gerade nicht geht. Jo. Gleich muss ich noch beim Sky Receiver was einstellen, weil ich habe hier schon wieder nur abgehacktes Bild. Geil. Um ehrlich zu sein, nicht. Ja, ich nehme die Folge, wie gesagt, am Mittwoch auf. Hoffe, dass sie bis morgen dann. Weil die muss dann die ist für. Moment, für wann ist denn die? Jetzt muss ich gucken. Ich glaube. Die ist für Freitag. Die ist für Freitag, ja. Diese Folge hier ist für Freitag. Jo. Ich kann ja wie eigentlich immer hier schön meine Infos raushauen. Alter, dieses hier. Ach nee. Das leckt gar nicht sogar. Ja, der Ton. Ne, der Ton ist asynchron, das habe ich gerade mal so bemerkt. Also vielleicht nur bei mir und bei euch nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob der Ton vom Game asynchron bei euch ist. Weil wenn ja, dann muss ich nicht mal weiter gucken, weil das gibt's nicht. Ja. Und wenn ihr auch anderen so ein Standbild habt, ist es ja auch gut für euch. Ja, super. 1-0 Ronaldo. Ganz schön doof. Aber naja. Oh, ich sehe hier schon die Aufstellung von der Bayern. Im Tor Neuer, links Alaba, Van Beuten, Boateng, Lahm. Oh Mann, jetzt haben sie es wieder raus. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, der Käserolle, Robben ist drin und die Froschhindelfresse, Ribery ist drin. Und Mandzukic natürlich auch. Schweinsteiger war drin, Martinez war drin, ich weiß jetzt nicht, ich glaube Müller auch noch. Und rechts ist wie immer Lahm. Hey, ich hab die Aufstellung zusammengekriegt. Ich glaube Martinez. Ja, Martinez war es aber. Ja, weil. Das werdet ihr jetzt sehen. Ich bin nämlich schon beim Ton vom. Wo ich gerade auswechsel. Als da noch Spiel war bei mir. Auf dem Bild. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Könnt ihr mir ja in die Kommentare, wie gesagt, schreiben. Aber, ja. Würde ich mal sagen, go. Super Tisch. Wenn er hinten ist. Er verliert mal gleich wieder. Ja, das Video ist fast komplett, fast schon wieder rum. Ja. Und Real Madrid führt 1-0. Na, da muss ich glaube ich jetzt mal was machen, dass das nicht ausahnt. Dass wir damit jetzt noch höher verlieren. Erstmal jetzt Konter, Reus, flankt rein. Lewandowski steht da, aber ich glaube das war nichts, wenn ich mich noch erinnere, weil ich habe schon wieder ein Standbild. Ja, und springe an der anderen Szene wieder an. Sehr logisch. Ja, das kotzt mich an. Naja. Ist ja okay. Ja, da kann ich nicht so erzählen. Jetzt. Oh, ich glaube, ich habe einen Jugend gehört oder nicht. Oh, Flanke und. Weinfeller, der ewige Weinfeller hält. Auswechslung Real Madrid. Higuain geht, Benzema kommt
Özil gegen Luka Modric kommt. Und auf Dortmunder Seite geht auch jemand und der nennt sich Marco Reus. Und für ihn kommt Leonardo Bittencourt und Weidenfeller hier eben mit einem Schnitzer, aber hat einen Ball wieder. Also, nicht schlecht. Weiter, weil ich habe gar kein, Bild. Oh, Freistoß, Real. Ronaldo am Freistoß. Benzema täuscht an, zum Glück trippel ich vor, dass das nicht direkt ausgeführt werden kann und Ronaldo. Oh, schönes Tor. Schönes Tor. Also ganz ehrlich gesagt, der kam perfekt in der Latte, unter der Latte runter. Also, ja. Mal gucken, wie es noch weiter läuft. Im Moment reicht es auch für Dortmund. Weil für mich ist es ja auch sowas wie das Rückspiel. Weil 2-0, das würde für Dortmund reichen für ein Finale. Ja, genau. 80. Minute, ich glaube, da gehe ich nochmal in die Auswechslungen. Wenn ich mich recht entsinne, weil ich habe gerade wieder ein Stadtbild. Ja, Tatsache. Genau. So. Also Schieber noch mit Lewandowski getauscht. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Stimme da asynchron ist oder was andere oder ob das Spiel jetzt asynchron läuft oder was weiß ich. Ich muss immer noch Analyse betreiben oder sowas. Ich wollte halt euch nicht länger warten lassen und mich auch nicht. Und ja. Also schade, das wäre eine schöne Chance für Schieber gewesen. Essien läuft, spielt auf Di Maria und Spelzarten. Boah, ich hab immer diese Scheiß-Lags. Ah, müsst ihr ja schon mittlerweile von mir gewöhnt sein, dass der Betrüger mich abzackelt. Ich muss mir, glaube ich, bald noch so einen richtigen Tower-PC holen, dass da alles läuft. Also, ein Tower-PC kommt bei mir auch noch. Das ist ein alter Ding. Kommt bei mir auch irgendwann. Ja, wollen wir ja nicht so gehen. Oh, 89. Minute. Noch steht 2:0 für Real. Modric nochmal auf Antrieb, aber Piszczek kontrolliert den Ball. Eine Minute Nachspielzeit. Und ich habe gerade nichts gesehen. Gucken wir. Und nach dem Ton her ist Ende, aber nach meinem Bild noch nicht. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr kein asynchrones Bild habt, ja? Oder Ton. Ja, hoffe ich einfach, dass es läuft. Und ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, haut rein. Ciao.